Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, mal wieder herzlich willkommen auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich wieder eine ganz charmante Dame eingeladen, die gerade ihren Job aufgegeben hat. Und wir werden sie mal fragen, ob sie damit zurechtkommt oder ob ihr irgendwas fehlt. Aber das machen wir alles so im Laufe des Gesprächs. Ich freue mich ganz besonders, dass sie dabei ist heute, Kerstin Tewes. Kerstin. Hallo, moin. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Gern geschehen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich habe ja jetzt Zeit. Wollte ich gerade sagen. Aber oftmals ist es ja so, Rentner haben ja wenig Zeit. Das stimmt. Ich habe auch gedacht, Mensch, ich habe jetzt Zeit, ich kann alles Mögliche machen, aber dann hat man doch Termine. Und ich habe früher immer gelästert und habe gedacht, kann doch nicht wahr sein, jetzt sind die Rentner und haben keine Zeit. Es ist leider so. Ich weiß nicht, wie es kommt. Du bist ja noch im frühen Stadium dieser Angelegenheit. Ja. Aber warte mal, je älter du wärst, je weniger Zeit hast du. Das kennen mittlerweile alle hier, meine ganzen Kollegen. Und gesagt, weißt du was, das kann ich gar nicht. Ich so, was machst du da denn? Ja, da haben wir was. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe, ich noch gearbeitet. Genau, das wundere ich mich auch, was man da geschafft hat. Ich weiß das auch. Das ist unglaublich. Gut, Kerstin, kommen wir jetzt mal zu anderen Dingen jetzt. Du bist am 27. Januar, wir dürfen jetzt sagen, das ist doch nicht uncharmant von mir, 1953 geboren. Ja, dürfen wir sagen, ganz sicher. Prima, in Halle an der Saale. In Halle an der Saale, das ist richtig. Ja. Und du kannst dich an die Zeit sicherlich nicht mehr erinnern. Da warst du 2 Jahre alt, denke ich mal, oder? Nee, kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Kannst also was ich weiß von dieser Zeit, das mischt sich so ein bisschen mit dem, was man hört und vielleicht, was man noch so als Erinnerung hat an das Leben dort in Halle an der Saale. Aber eine wirkliche Erinnerung habe ich nicht. Nee. Also was mich natürlich ganz besonders interessiert ist, 1953 geboren und 1955 sind deine Eltern geflohen. Ja, richtig. Alleine? Alleine, ja. Haben sie dich zurückgelassen? Sie haben mich zurückgelassen. Hatte auch einen Grund. Mein Vater war Lehrer in der DDR, hatte gerade frisch sein Lehrerexamen gemacht und hatte eine Anstellung. Und wurde eines Tages bestellt zur russischen Kommandantur. Und da wurde ihm klargemacht, er möge doch bitte seine Kollegen mal nach ihrer Gesinnung befragen, was sie vom Kommunismus halten. Sie haben versucht, ihn als Spitzel zu engagieren. Ah, und da war er ziemlich erschrocken und kam damit nicht zurecht. Und der Druck wurde auch immer stärker. Mhm. Und dann haben sie versucht, über eine Versetzung dem aus dem Wege zu gehen. Das klappte nicht. Und immer wieder musste er da antreten und versuchte dann, dem auszuweichen, dem er sagte, er musste da in einen anderen Ort, so weit entfernt, keine öffentlichen Verkehrsmittel, ich habe Probleme, da hinzukommen. Und dann sagte der, nennst du Namen, kriegst du Fahrrad. Und er kam da mit dem Druck zunehmend nicht zurecht und dann entschieden sich meine Eltern zu fliehen. Ja. Mein Vater zuerst, damit das nicht so auffiel, also es war, fällt ja dann auf, wenn der Lehrer plötzlich nicht mehr da ist. Nee. Die Grenzen waren dicht, aber es gab ja noch die grüne Grenze und da ist er also in den Westen gegangen. Und dann etwas später meine Mutter mit meiner Schwester, die ist 4 Jahre älter. Und ich war 2 Jahre alt und das war wohl zu riskant, mit so einem 2-jährigen Kind über die Grenze zu gehen und ohne dass das auffällt. Ne? Ja, dann blieb ich bei den Großeltern und der Tante. Ja. Und wurde dann, damals gab es so die Familienzusammenführung, organisiert auch mit Hilfe des Roten Kreuzes. Ah, und da bekam ich dann einen Ausweis und wurde dann meinen Eltern sozusagen übergeben. Wo waren die? Die waren erst in Garmisch. Oh. Und da kam ich dann auch in den Kindergarten nach Garmisch. Da musst du auch Ski laufen können, ne? War ich zu klein und wir waren zu kurz in Bayern. Ski gelernt habe ich später. Mhm. Und dann sind wir nach Wiesbaden gekommen und da bin ich dann zur Schule gegangen und da habe ich dann gelebt. Aha. Mit meinen Eltern. Ja, gut. Aber an die Zeit kannst du dich vielleicht doch so ein bisschen erinnern, ne? Kann ich mich sehr gut erinnern, ich habe durch die Umstände natürlich auch, weil meine Eltern erst sich eine neue Existenz aufbauen mussten und alle Jobs annehmen mussten, war ich schon früh so auf mich allein gestellt, habe auch gelernt, früh für mich Verantwortung zu übernehmen und Dinge selbst zu entscheiden und zu machen. Und das, glaube ich, im späteren Leben hat mir das geholfen. Ich war im Kindergarten meiner Schwester und habe mich wohlgefühlt. Ging zur Schule, hatte Freunde und habe ganz normales, eine gute Kindheit gehabt. Schöne Kindheit. Ja, ja, sehr gut. Muss ich sagen. Sportlich? Ich war doch so für Bewegung, habe ich mich interessiert, Ballsport. Ich fing an mit
Ja, Federball auf der Straße. Ich habe Volleyball gespielt dann in einem Verein, aber immer nur als Hobby. Und geschwommen, leidenschaftlich geschwommen, was ich heute noch mache. Also, das ist auch der beste Sport, sagt man. Die kleinen, die wenigste Belastung. So Gelenk schon, ne? Aber ich habe schon früh damit angefangen mit dem Schwimmen. Da habe ich noch nicht so auf meine Gelenke geachtet. Nee, aber das ist heute noch so, wenn wir im Urlaub sind in Italien wenn ich dann schwimmen gehe, dann muss es auch, also bin ich schon eine Stunde im Wasser, damit es sich lohnt. Ja. Und dann kann ich auch mit einem guten Gefühl meinen Teller Spaghetti essen, wenn ich mich da ordentlich bewegt. Genau, richtig. Ist auch noch was runter dann. Ne? Ja. Hattest du schon irgendwelche Ambitionen richtungsmäßig zu irgendwelchen Dingen, die du später mal machen möchtest? Beruflich? Beruflich. Nee. Also ich habe irgendwann mal eine Vorstellung gehabt, also Stewardess zu werden. Das dachte ich, das war so, das entwickelte das sich so zu einem Berufswunsch. Auch, ne? Ja, da habe ich gedacht, nicht nur das, aber ich habe mich interessiert für fremde Länder und andere Menschen und andere Lebensweisen. Und dachte so, Stewardess ist genau das Richtige. Ein bisschen im Flieger Tee, Kaffee servieren und Häppchen und dann die Zeit nutzen, kommst überall hin und siehst die Welt. Ja. Ja. Hat aber nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ich habe es dann auch nicht ernsthaft versucht. Nee. Ach so, doch nicht. Aber du hast ja dann doch eine Lehre begonnen als Verlagskauffrau, ne? Ja, ich war nie gerne in der Schule, muss ich sagen. Ich wusste, es ist ein notwendiges Übel, ich muss da durch. Aber auch nur so lang wie nötig. Ja. Und habe meinen Eltern gesagt, also ich möchte jetzt Geld verdienen und höre dann mit der Realschule auf. Ja. Habe ich auch gemacht und mein Vater wollte gerne, eben weil er diese Unsicherheit hatte im Beruf, ne? Sein Lehrerexamen wurde in der Bundesrepublik nicht anerkannt. Er hat also sich da auf andere Wege Arbeit verschaffen müssen. Deswegen war ihm immer ganz wichtig, dass wir einen sicheren Job haben. Deswegen sollte ich zur Bank. Aha. Was mir nun na gut. Gar ja, nicht. Das war ja früher so, ne? Das war früher so. Sicherheit, öffentlicher Dienst oder Bank genau. Kind, da bist du sicher. Das war nun gar nicht meins. Ich habe aber ihm dann den Gefallen getan, habe mich da beworben. Und habe gedacht, die nehme ich sowieso nicht, wenn die mein Zeugnis sehen mit Mathematik 4. Und ich wurde aber eingeladen und habe einen Test gemacht und bin da derart durchgerasselt, dass dann selbst mein Vater sagte, okay, das wird nichts. Naja, und dann kam Berufsberatung an die Schule. Und dann versuchte man herauszufinden, wo liegen die Interessen, was wäre denn gut. Und Kind liest gerne, kannst du doch Buchhändlerin werden. Und habe ich gedacht, ach ja, das klingt nicht schlecht. Ja. Und habe dann diesen Ausbildungsgang mir durchgelesen, gab es dann diese Informationsblätter von der Industrie- und Handelskammer und habe festgestellt, Verlagskaufmann und Buchhändler ist also derselbe Ausbildungsweg. Oh. Und dann dachte ich, dann gehe ich doch lieber in den Verlag. Da habe ich um 5 Feierabend. Dann die Buchhandlungen, die haben immer länger geöffnet. So und dann habe ich eine Verlagslehre gemacht. Hast du eine Verlagslehre gemacht? Gut, okay, die hast du auch zu Ende gebracht? Ja. Mit Abschluss. Ich habe zwar gemerkt ziemlich schnell, dass es nichts ist fürs ganze Leben, aber ich habe auch nicht gewagt, muss ich sagen, nach Hause zu kommen und zu sagen, ich breche das ab. Ja. Das wäre auch, glaube ich, schwierig geworden. Nee, das habe ich dann durchgezogen. Aber dann bist du ja nochmal auf die Schule gegangen, hast dann Abi nachgeholt, ne? Ja. Da hattest du sicherlich auch andere Vorstellungen, warum will ich das jetzt, um nicht einfach Bücher zu verkaufen oder wie auch immer, sondern doch noch den Sprung nach oben, ne? Ja, also bei mir passierte viel zufällig, muss ich sagen. Also als ich dann von dem Fall, wenn meine Lehre zu Ende war, bin ich ein Jahr nach England gegangen als Au-pair-Mädchen. Erst mal gucken, was kommt und einfach mal meine Gedanken sortieren. Und kam zurück und wusste nicht, was ich tun sollte. Ja. Hab dann wieder gejobbt durch meine Ausbildung, konnte ich natürlich auch prima Jobs kriegen. Und habe gedacht, jetzt machst du dasselbe nochmal in Frankreich und lernst Französisch, kann ja nicht schaden. Und dann habe ich mich verliebt. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, dann ist Frankreich aber vielleicht doch nicht so gut, dann bleibst du mal schön zu Hause. Und dann fing da aber auch der Freundeskreis so an, na, sag mal, was willst du denn nun machen mit deinem Leben irgendwie? Und wie wäre es denn, wenn du das Abitur nachholst? Ja. Und da dachte ich, oh nee, Abendgymnasium, jeden Abend dann die Schule, ist ja ganz grauenhaft. Naja, und dann sind wir dahin und ich habe mich da vorgestellt und konnte dann auch die Zeit abkürzen. Also ich hatte dann, haben dann gesagt, mit dem Rektor gesprochen, der sagte, okay, müssen gucken, wenn sie das Semester, wenn sie bestehen, da ist eine Prüfung, dann ist gut, ansonsten müssen sie das Semester wiederholen. Und dann habe ich gesagt, okay, riskiere ich. Und mit, ich glaube, Mathematik 6 und Englisch 1 bin ich dann ins nächste Semester versetzt worden. Na, Englisch gut. Konnte ich ja nun durch den Aufenthalt, aber... Ja. Na, und da habe ich das Abitur gemacht, ja. Das Abitur. Und das war auch gut, ja. Ja, war auch gut so. Das war gut. Ja, ich denke, der Schritt war vernünftig. Ja, ne? Ja. Aber ich habe eine Zeit gebraucht, meinen Weg zu finden. Ja. Aber im Nachhinein bereue ich das auch nicht. Ich finde, das ist gut. Aber da hast du aber auch studiert.
Ihr wohntet in Wiesbaden und in Mainz hast du studiert, ja, ne? Ich bin habe dann in Mainz in der Wohngemeinschaft gelebt. Ja, du bist so eine halbe Mainzerin, ne? Ja. Bist du, ne? Ja, ich habe letztens jemanden gehabt, der hat auch in Mainz geboren. Ja. Lothar Femel. Ach. Kennst du ihn? Nee. Das war so ein Karnevalisten, ganz bekannt. Ja. Na, ist egal. Das war mein Traum in Mainz. Das war ein Trauma. Ich wollte so gerne Funke-Mariechen werden. Und durfte es nicht werden in Mainz, weil du als Zugereister hast du null Chance. Ja. Null Chance. Und, tatsächlich? Nein, darfst du nicht. Da musst du Generationen Mainzer vorweisen. Ja. Ganz strenge Regeln. Ganz strenge Regeln. Ja, und im Rosenmontagszug vorneweg als Funke-Mariechen. Nix. Ich war immer Chinese oder Pilz im Wechsel mit meiner Schwester. Ja. Entweder war eine schwarze Strumpfhose und ein Fliegenpilz. Also ja, so einfach, ne? Ja. Ja. Aber du hast dann studiert. Was hast du studiert dann in Mainz? Ich habe Publizistik studiert, Amerikanistik, Anglistik, Romanistik. All das, was mir... Bitte? Bisschen außergewöhnliche Fächer, ne? Oder? Ja, ich habe mir das zusammengesucht, was mir Spaß machte. Und ich wollte schon in den Bereich Medien, Journalismus und... Also, so weit warst du aber dann schon? Ja, so weit war ich dann schon. Gut. Also war eine Zielrichtung dann vorgegeben? Doch. Also die Richtung war schon vorgegeben. Ja, gut. Dann passte das ja auch, ne? Das passte gut, ja. Dann bist du in die USA gegangen. Ja, das war... Ich habe mich beworben... Jetzt, dazu muss ich dich was fragen. deine Kollegen aus Hamburg vom NR, die haben alle studiert in der USA. Jetzt würde ich dich mal fragen, habt ihr... Der NDR hat da ein Nest oder war das früher Einstellungsbedingung. So, einmal Amerika sehen und dann studieren. Aber ist es vielleicht so, wenn man wiederkommt, hat studiert in Amerika, dass man vielleicht das einfacher hat, einen Job zu kriegen oder hat das damit nichts zu tun? Das hat damit nichts zu tun. Jedenfalls nicht in meinem Fall. Ja. Manchmal sicher. Also, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man in andere Fächer studiert, im wissenschaftlichen Bereich besucht da bestimmte Universitäten. Nein, bei mir war es ja noch während des Studiums, zwei Semester, also ein Jahr. Ja. Und für mich war es einfach so eine Erweiterung des Horizonts, was Neues erleben und andere. Ja. Also das toll. Ich hab das und wo warst du? In Mississippi. 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 Ah. Und das war wirklich, mein Wunsch war auch irgendwo hinzufahren, wo es wirklich anders ist. Ja. Und Mississippi, da der Süden der USA, ist wirklich ganz anders. Aber du hast den Magisterabschluss in Amerika gemacht. Nee, den habe ich in Mainz gemacht. Ach, den hast du in Mainz gemacht. Bin dann wieder zurück und habe in Mainz meinen Magisterabschluss gemacht. Ja. Und dann ging es weiter. Dann hast du auch wieder ein bisschen Glück gehabt, ne? Dann habe ich, ich habe ziemlich spät angefangen, mir so einen Platz zu suchen, oder wo ich anfangen konnte zu arbeiten. Ja. Ich habe es beim ZDF natürlich probiert, in Mainz. Ja. Und wollte zumindest meine Hospitanz machen. Und dann haben die gleich gesagt, nee, keine Chance, das ist zu viel und so. Und dann habe ich nicht nachgelassen und habe gesagt, oh, ich könnte doch jederzeit einfach nur mal so vorbeikommen. Und ich weiß nicht, was war. Und dann sagte sie, in Gottes Namen, kommen Sie vorbei. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kommst in den Raum, kennst jemanden gar nicht und du merkst irgendwie, die Chemie stimmt. Oder stimmt, das könnte was, ne? Das gibt's. Und das war da irgendwie. Und da war sie ganz locker, die Dame, die da zuständig war, und sah sich meine Unterlagen an. Ja. Und dann Zufall, sah sie Abendgymnasium und sie hatte einen Freund, der sich gerade durch dieses Abendgymnasium quälte. Und das fand sie nun toll, dass ja jemanden zu treffen, der das geschafft hatte, hinter sich hatte. Und dann wollte sie mir helfen und dann, das merkte ich schon, dann sagt sie, hier in Mainz nicht, aber vielleicht in ein Studio. ZDF hat ja in allen Bundesländern auch Studios. Mhm. Und da war zur Auswahl Saarland oder Schleswig-Holstein, Saarbrücken oder Kiel. Und da wollte ich beides nicht. Saarland schon gar nicht und Kiel wollte ich auch eigentlich. Also ich hatte muss es leider so sagen. Also ich bin jetzt wirklich überzeugte Schleswig-Holsteinerin und lebe ja hier jetzt schon länger als in meiner ursprünglichen Heimat. Ja. Aber irgendwie wollte ich nicht hin. Und dann habe ich aber gedacht, okay, dann besser das als gar nichts. Und hatte eine wunderbare Zeit. Kam hier zum ZDF nach Kiel. Ja. Damals mit dem Studioleiter Hans-Joachim Kürz, der war da noch. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt, auch von den Kolleginnen und Kollegen. Ja. Also es war ganz, ganz toll. Ich bin dann, habe dann die Hospitanzen, konnte ich immer verlängern. Und dann kam ein anderer dazwischen, da musste ich nach Mainz zurück. Ja. Da habe ich dann im ZDF Sportstudio gejobbt. Yeah. Hab da den Moderatoren die Moderationen geschrieben und hab dann immer nur gewartet, dass ich wieder nach Kiel kommen konnte. Yeah. Und, yeah. und irgendwann war ich freie Mitarbeiterin da. Durfte ich dann freie, genau. Ja. Und, drei Jahre hast du dann erstmal beim ZDF hier in Kiel. Hier in Kiel, genau. Und das ZDF ist ja sozusagen als sowas wie ein Untermieter. Das NDR, ne? Auch da. Mhm, und deswegen, ich kannte auch die Kollegen ja vom NDR und
Es war ja so, ich musste ja meine Themen, die ich fürs ZDF machen wollte, musste ich verkaufen. Also ich musste die anbieten und den Redaktionen in Mainzer schmackhaft machen. Und dann gab es manche Sachen, die denen zu regional, zu lokal war. Und da habe ich das dann versucht, für den NDR zu machen. Und so hatte ich da immer schon so eine Verbindung auch zum NDR. Ja, ja. Aber im gleichen Haus, ne? Im gleichen Haus, genau. Im gleichen Haus, Gleiche Kantine, man hat sich immer getroffen. So. Du hast dann für verschiedene Redaktionen oder für verschiedene Redaktionen gearbeitet in diesen 3 Jahren jetzt, ne? Beim ZDF. Ja, ZDF. Also man ist natürlich man arbeitet aus Schleswig-Holstein und beschäftigt sich dann auch nur mit schleswig-holsteinischen Themen. Und das geht, also alles, bunt, ernsthaft. Nun konnte ich als Anfängerin, habe ich eher die kleineren, leichteren Geschichten gemacht und nicht die politischen Themen. Ja. Aber wenn ich das kam ja später. Ne? Das kam dann später, Ja. Nee, aber das war. War eine gute Zeit. Hattest du eigentlich, wie du nach Kiel gekommen bist, warst du schon jemals in Kiel gewesen? Was hattest du für eine Vorstellung? Ja. Ich war schon mal in Kiel, weil meine Schwester hier gelebt hat. Einige Zeit. Und ich fand's. Die Menschen waren mir fremd, sie waren sehr zurückhaltend, also ich kam da schwer, also das habe ich schon gespürt. Es war so ein kleiner Kulturschock. So. Tatsächlich? Ja, es war doch diese große Zurückhaltung. Ja, Mentalität, das schon war. Es war schon eine Mentalitätsfrage und das habe ich dann auch da so bei den Freunden meiner Schwester so ein bisschen gespürt. Oh Mann, ich kenne es anders eigentlich, so ein bisschen lebendiger. Dann der Wind und das Wetter. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen anders, ne? Ist mein ein bisschen anders, ja. Da stehen dann schon früher die Tische auf der Straße und man sitzt nicht draußen, ne, in der Sonne. Nee, aber das hat sich auch hat sich gegeben, hat er ganz schnell. Ja, das glaube ich. Ja. Man ist natürlich auch fremd, ich kannte niemanden. Ja, ne? Das ist, man muss klar, erstmal wieder so, nicht so einfach, ne? Neu da Kontakte aufbauen. Ja, das ist schon. Aber du bist doch kontaktfreudig, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat dann auch gut funktioniert. Und dann fühlte ich mich wohl, mochte die Leute. Jung, und dann ist das doch ein bisschen schwieriger. Ja, ne? Ja. Kerstin, dann kam das Jahr 1958. 85. 85? 1958. Entschuldige, selbstverständlich 85. Ein Wandel. Ja, eine Sicherheit im Job, würde ich sagen. Ja, ja. 1985, da ging es los mit der Regionalisierung des NDR. Das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein wurde aufgebaut. Es sollte eine tägliche Sendung geben, Schleswig-Holstein-Magazin. Ja. Und da war ich dann von Anfang an dabei. Da wurden natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht und da habe ich mich beworben und wurde auch angenommen. Ja. Und habe mich gefreut, da jetzt für den NDR dann in einer festen Anstellung. Da konnte ich auch planen. Ich konnte dann mein Zimmer in der WG in Mainz auflösen und konnte mir hier eine Wohnung suchen. Klar. Und habe dann gearbeitet und wollte Filme machen. Filme machen? Wollte Filme machen und wollte berichten hier aus dem Land für das Schleswig-Holstein-Magazin. Ich habe aber dann gleich als Nachrichtenmoderatorin angefangen, durch auch einen ganz merkwürdigen, also witzigen Zufall eigentlich. Ja, ja. Der Studioleiter des ZDF feierte seinen 50. und das Team des ZDF produzierte einen kleinen Film für ihn. Ja. Und da durfte jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin so einen kleinen Text vortragen. Und das habe ich auch gemacht. Und dieser Film wurde dann auf dieser Geburtstagsfeier gezeigt und der Intendant, aber der Funkhausdirektor des NDR war da auch eingeladen und kam dann später zu mir und sagt, Sie kommen gut rüber, wollen Sie nicht moderieren? Und ich war zu Tode erschrocken und habe gedacht, wie jetzt moderieren? Ne? Und so, weil das also gar nicht so außerhalb meiner Vorstellung war. Ich wollte wirklich also Beiträge machen. Naja, und so kam es dann aber. Das war natürlich auch eine gute Zeit. Ne? Ich sag mal, so ein bisschen ähnelt sich das mit Henrik Baumgarten. Der hat auch viel Glück gehabt. Dafür hat jemanden kennengelernt und das wurde alles aufgebaut mit dem roten Sofa, das fing an und auch andere Dinge, wo er dann nochmal so reingerutscht ist. Und das war natürlich so eine Aufbruchzeit auch, mehr oder weniger. Ja, ne? Es fügte sich und es gab, kamen die Angebote und ich habe sie dann auch angenommen und. Ja. Das war schon eine spannende Zeit und es war auch dann politisch ganz schnell ganz spannend. Ne? Ja, also zwei allerdings. Jahre später war ich dann von der aktuellen Redaktion, in der ich zunächst auch arbeitete, neben der Nachrichtenmoderation, in der Politikredaktion. Ja, und dann ging das los mit einer Affäre, Barschel-Affäre, also Schubladen-Affäre, Heide Simonis Bruch der Koalition und Das glaube ich war richtig was los.
Du hast also sehr viele Berichte gemacht im Ausland, nicht? Das heißt also, du hast, ja. Dann war das eigentlich für dich ein Traumjob, oder? Also ein absoluter Traumjob. Wo bist du überall gewesen, in welchen Ländern? Ich bin. Und habt ihr da gedreht, oder? Ja. Ah ja. Ja, ja. Also wir, kulturell jetzt, nicht? Kulturell, aber auch politische Reisen. Ich habe mit Peter Ari Carstensen in seinem Amt als Ministerpräsident, ja, bin ich in China, in Japan gewesen, mit Heide Simonis. Es gibt ja diese Verbindung zwischen einer Zhejiang, einer chinesischen Provinz, und Schleswig-Holstein. Ja, und da richtig, wurden genau dann immer diese Treffen auch organisiert. Aha, da war ich dabei. Ja. Mit Heide Simonis war ich in den USA, in Israel, ja, bei Arafat. Tatsächlich, mein Gott. Also richtig Menschen kennengelernt und, ne, Eindrücke. Und das war eine ganz spannende Zeit, so die Unabhängigkeit im Baltikum miterleben können. Ja, ja. War dann in Estland 1990 so, und als es da, und habe da jeden Tag einen Film gemacht und beim estnischen Fernsehen dann abgesetzt, also überspielt nach Kiel, dass er gesendet werden konnte. Aha. Und das war schon sehr intensiv, sowas mitzuerleben, dabei zu sein, mittendrin, und das zu beobachten. Ja, ja, und dann mit solchen Leuten, ne? Ja. Und da warst du noch alleine, oder hattest du da schon jemanden? Wie jemanden? Ja, einen Mann oder so. Der, mit dem habe ich gedreht auch. Mein Mann ist Kameramann. Ja, ach so. Und der war beim ZDF auch mit mir zusammen. Ach, zu der Zeit kennengelernt, schon? Der zu der Zeit. Aha. Und der ist dann auch zum NDR gekommen, und wir haben dann zusammen gedreht. Und waren dann, das war, glaube ich, die herausragendste, die spannendste Reise in Sibirien, in Jakutien. Ja. Durch eine Dolmetscherin, die wir in Estland hatten, mit der haben wir uns ein bisschen angefreundet, und sie erzählte so, wo sie herkam. Sie war eine Russin, lebte aber in Estland, und ihre Familie war von Stalin verfolgt, und sie floh nach Sibirien, haben da gelebt, dann auf dem Land. Yeah. Und hat mir Bilder gezeigt von Jakutien, und dann dachte ich, das ist unglaublich. Also und dann habe ich gesagt, Mensch, können wir da nicht mal was machen? Und dann hat sie recherchiert, weil sie gute Kontakte hatte. Und ich habe dann, es gibt ja die Redaktion Länder, Menschen, Abenteuer im NDR Fernsehen, und da habe ich das Angebot gemacht, und da waren wir über 4 Wochen im tiefen Sibirien und haben da also wirklich mit Nomaden unterwegs und eine Schamanin getroffen, und unglaubliche Erinnerungen. Und immer mit deinem Partner zusammen? Nein, nicht immer. In Jakutien waren wir zusammen, aber mit einem Kamerateam immer zusammen. Ja. Aber du hast ein festes Team dann, oder? Nein. Nicht? Das wechselt schon. Nicht, ne? Nein. Und man hat bestimmte Themen, die man vielleicht mit dem einen oder anderen gerne realisieren möchte, dann fragt man das an. Aber ansonsten arbeitet man mit unterschiedlichen Teams. Ja, schön. Aber diese lange Reise, die haben wir zusammen gemacht, und das war schön. Also das kann man sich privat gar nicht erlauben, oder? Nein, ich hätte so vieles nicht gesehen und erlebt. Das glaube ich dir gerne. Du hast die ganze Welt gesehen. Ist, ne? Gibt es denn noch so mal ab und zu mal so eine ruhige Stunde, wo man dann so an Mainz zurückdenkt, oder? Ja, also ich, ja, ich bin, das muss ich sagen, ich bin, ich habe ja noch Kontakt, und ich war ja noch nach Hause auch in Rheingau und nach Mainz und in Wiesbaden. Aber ich bin schon, also ich liebe Schleswig-Holstein, ich möchte hier auch bleiben. Also ich würde jetzt nicht, weil ich in Rente bin, jetzt wieder zurück nach Mainz gehen, das nicht. Aber verwurzelt. Ich bin hier angekommen. Schön. Und schon überzeugt. Ich lebe jetzt länger in Schleswig-Holstein, als ich jemals irgendwo anders gelebt habe. Ja. Und habe mich auch daran gewöhnt, jetzt ich habe nie richtig Dialekt gesprochen, aber es rutscht einem ja doch dann mal so G, K, B, P, ne? So, ach so, dass man dann so. Na gut. Und da wurde man das ist doch nicht schlimm. Ja, wenn du hier neu kommst als Süddeutsche, dann wird dir das schon gesagt. Ne? Ja, so, das allerdings. So, so Kirche und so. Kirche, ne? Ja, da hatte der Lothar Filme, wo ich dir sagte, der hier war. Ja, der muss das. Der hatte da mehr drauf. Und da hat er da vorne. Ich kann es nicht ändern. Ja, ja. So, gut, dann lass das doch so. Ja, ja. Ich finde es auch so ein liebenswerter Dialekt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Seine Heimat, da muss man einfach zu stehen, warum denn nicht das ist. Kerstin, jetzt haben wir schon gerade darüber gesprochen. Also du bist jetzt verwurzelt hier in Kiel und denkst ab und zu mal an Mainz. Fahrt ihr doch nochmal runter zum Karneval, oder? Nee, das ist dann vorbei. Das ist vorbei. Also ich habe das gemacht, als ich da lebe, da muss man auch mittendrin sein und mit den passenden Leuten. Mhm. Was allerdings Kult ist bei uns zu Hause, und das hat auch mein Mann gelernt, durchzustehen. Anfangs musste ich ihm. Ist er Kieler? Eckernförder, na gut. Musste ich ihm noch jeden Gag übersetzen. Diese legendäre Sendung Mainz, wie es singt und lacht. Ja. Das muss ich gucken. Und dann kommt ein Fläschchen Wein. Also nicht Mainz bleibt Mainz.
Doch, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Ich habe so verkürzt. Richtig, wie es singt und lacht. Genau. Ja, genau. Ja, das gucken wir auch. Ja, aber sehr gut. Das ist auch mittlerweile so, dass man sich besser versteht als früher. Ne? Geht ja, man gewöhnt sich. Schon. Ja, man gewöhnt sich auch dran. Ja, oder ja, das. Ja. Ne? Ja. Aber also, ansonsten so Fasnacht feiern, das meine ich. Ist nichts. Nee. Das ist dann auch vorbei. Jo, also, ja. Muss ja auch nicht. Mit manchen Dingen, die sind dann auch irgendwann mal abgeschlossen. Ja. 31 Jahre war lange Zeit, ne? Ja. Schöne Zeit. Eine tolle Zeit, ja. An die ich also immer gerne zurückdenke. Ich habe dem NDR so viel zu verdanken. Ich habe viele Möglichkeiten gehabt. Ich habe so viel machen dürfen. Ja, also schön. Es ist, habe wirklich Glück gehabt und das ist doch toll. Also na gut, wenn man anerkannt ist, kann man auch so ein bisschen was fordern, ne? Ach, gar nee, das finde ich nicht. Ich habe mich schon in der Funktion gefühlt, ich will schon was einbringen. Also ich es ging ja nicht mehr um mich, dass ich mich dann präsentiere, sondern ich möchte schon gerade im politischen Bereich aufklären, informieren, das ist mir schon wichtig. Das ist schon so im Dienst des Zuschauers. Ja, also das muss ich schon sagen. Ne? Ja, das ist natürlich eine tolle Einstellung. Ne? Ja, also mir ging es dabei gut. Und das war das, was ich wollte immer. Ja. Und ich habe so vielfältige Dinge, unterschiedliche Dinge machen können. Ein großes, großes Glück. Ich sagen. Gehört im Leben dazu wahrscheinlich. Ja, das hört man immer wieder. Ich höre das ja, ich mache ja so viele Sendungen hier und ich höre das immer wieder. Irgendwo spielt im Leben doch das Glück teilweise eine sehr große Rolle. Ja, Wie bei dir natürlich auch. Aber es ist auch gut, dass es so ist. Ist gut, dass es so ist. Finde und, ich auch. Ja, so find gut, ich. Du hast ja jetzt viel Zeit. Sag mal, gibst du irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten vorher schon oder jetzt? Oder willst du dich irgendwo, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man was machen kann. Ja, das mache ich auch. Das habe ich immer gemacht. Ich habe kein Ehrenamt in dem Sinne, dass ich jetzt für irgendeinen etwas stehe oder mich besonders engagiere. Aber ich gucke und unterstütze kleine Initiativen und lasse das auf mich auf dich zukommen. Ja. Ne? Gut, Karneval hatten wir, Mainz ist nicht, fahren wir nicht mehr hin. Doch, nur nicht zum Karneval feiern. In Mainz? Ja. Da nicht, nein, zum Karneval feiern nicht mehr, aber nach Mainz fahre ich schon noch. Ja, das glaube ich. Ja, genau. Ich meine jetzt zum Karneval. Du hast ja Loder Filme natürlich, die fahren da zum Karneval zu runter mit einem ganz großen Verein. Mich lässt Mainz nicht los. Ja, das ist auch. Also, das ist natürlich eine andere Sache. Ja, früher in unserer WG, wir haben immer an Leute von außerhalb ein Zimmer, so ein Fenster vermietet. Da konnte man schön Geld verdienen, weil die kamen extra nach Mainz, um den Rosenmontagszug zu gucken. Und um nicht in der. Und wir wohnten so praktisch, dass man in der Altstadt, dass man genau einen wunderbaren Blick hatte auf den Zug. Ja, und für einen Huni durfte dann da mal jemand den Raum mieten. So haben wir unser. Ja. Ein bisschen Geld dazu verdient als Studenten. Fenstergucker. Ja. Aber auf dem Zug. Auf dem Zug, Karneval. Natürlich. Karnevalzug. Und das hat so lange, nicht? Wie lange ist so eine Karnevalveranstaltung? Unterschiedlich. 5, 6 Stunden? Nein, so lange nicht. So ist aber doch das nicht so lange. Nee, du bist diese ganzen Zug, ich weiß gar nicht mehr so. Ja, aber man bleibt, das geht so ineinander über. Man geht dann auf die Straße dann direkt in die Kneipe und trinkt einen Wein und feiert weiter durch. Ne? Genau. Der Zug selbst eine Stunde, anderthalb. Gehört ja alles dazu. Ja, denke ich mal. Kerstin, du hast uns eine Menge erzählt, schön. Das wissen viele Leute nicht und deswegen sitze ich auch hier. Ja, genau. Deswegen, das ist ja auch der Grund meiner Sendung. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, die stelle ich immer. Und ich bitte dich jetzt, die Antwort nicht auf deine Familie zu beziehen, sondern auf eine, auf etwas anderes. Mhm. Gibt es ein Highlight? Hey. Viele Highlights. Kenne ich immer wieder. Ja, viele Highlights. Kein besonderes. Also Highlight ist sicher... ist das, was ich erlebt habe, Begegnungen da auf meinen Dienstreisen. Das war es, also so ein Mann wie Arafat gegenüber zu sitzen und mit ihm zu essen an einem Tisch. Zu erfahren, dass sie sich, mich hat ja immer interessiert, wenn Politiker andere Politiker treffen. Ne? Ja. Und dann gibt es diese offiziellen Fotos, schön, da war ich dabei. Und dann treffen sich und essen irgendwie und dann zusammen. Und ich durfte dabei sein bei dem Essen und dachte ich, oh, jetzt bin ich mal gespannt, worüber die jetzt so reden. Ne? Und dann war das ganz locker und dann erzählte einer von dem deutschen Büro, der da also die deutsche Delegation begleitete, der fing an und erzählte einen Ostfriesenwitz. Nee. Und ich da dabei als Berichterstatterin dachte, oh, wie peinlich ist das denn? Ja. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ne? Und fixierte Arafat und dachte, wie reagiert er denn? Der Dolmetscher übersetzt ihm dann. Ja. Und dann, bis als der Gag übersetzt war, brach Arafat in schallendes Gelächter aus, schlug sich auf die Schenkel und sagte, das ist ja wie die Leute bei uns in Hebron. Ne? Und dann habe ich gelernt, Ostfriesland ist überall und die Witze gibt es überall.
Nee, es war schon. Ja. Und cool, Jakutien, diese Reise. Na, tolle Sache. Da wäre ich übrigens beinahe erschossen worden in Jakutien. Ja. Tatsächlich? Ja, dass wir haben da so eine, oh Mann. Da war, nein, wir haben so eine Kommissarin begleitet. Ja. Die ranghöchste Kommissarin in Jakutien, die haben wir also durchs ganze Land begleitet und haben dann in ihrem Dienstzimmer auch mal gesessen und haben gedreht und ein Interview mit ihr gemacht und saßen dann noch so und schnackten und es sah alles da so irgendwie rot aus in diesem Zimmer und unten waren da so Kästen da, so sagte ich so, was ist das denn? Da sagt sie, ja, das ist unser Tresor. Sag ich, aber ganz sicher, ne? Und dann sage ich, was habt ihr denn da drin? Und dann holt sie raus und holte so eine Waffe raus. Sagt sie, ja, da sind unsere Waffen, so. Und zeigte die so und was ich nicht wusste, da im Magazin, was sie nicht sah, dass im Magazin eine Kugel war. Oh. Und sie schob das dann irgendwie zusammen und hinter mir, also man kriegt das ja nicht mit, ging diese Kugel in die Wand und so ein Loch in der Wand. Und wir alle vom Team, also still, also wir konnten das gar nicht fassen, wir haben es auch gar nicht so mitgekriegt. Ja, ja, und dann sagte der Kameraassistent, der mit dabei war, brach dann das Schweigen und sagte irgendwie, wenn ich das in meinem Club erzähle. Ne? Und dann konnten wir dann auch lachen so langsam. Ne? Ja. Weil das so überraschend war. Und die Polizei, die Kommissarin natürlich total erschrocken. Aber das war nochmal ein besonderes Erlebnis. Besonders, ja. Und das wollte ich gerade nicht von dir wissen. Ja. Wolltest du nicht wissen? Wolltest du wissen. Gut, ja, dann haben wir das. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, Gerd. Gerne. Du hast natürlich jetzt schöne viel Zeit. Der Sommer kommt langsam auf uns zu. Mach dir viele, viele schöne Jahre. Ja, vielen Dank. Gerne und mach irgendwas nebenbei, was dir viel Spaß macht. Ja, das werde ich auch tun. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf dem Bier, wer weiß es. Kiel ist ja klein, ne? Kerstin, alles Gute wünsche ich dir. Vielleicht sehen wir uns auf Kieler Woche, wer weiß. Ja. Danke. Das war's mal wieder, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei waren. Nächste Sendung haben wir mit einer Legende, da freue ich mich auch ganz, ganz besonders drauf. Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist mir jetzt endlich gelungen, ihn einfach mal loszueisen aus Hamburg. Und es kommt hierher mein Freund Uwe Seeler. Und da freue ich mich drauf. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke.